Ich mache jetzt das ja, weil viele mögen ja nicht Mega Man Attic. Ja, ich werde, denke ich, wenn ich samstags, Freitag, Samstag, denke ich, werde ich Mega Man machen oder montags und samstags Mega Man. Weil da habe ich ja natürlich auch meine Leute, wo das gern sehen. Aber ich kann verstehen, dass nicht jeder sehen möchte die ganze Zeit, dass ich sterbe die ganze Zeit. Okay, let's go. Oh fuck! Ah! Ich werde besser in den Hacks. I get better in this, man. But I'm still bad. Yo. Let's go. Los geht's. Ah! Mal morgen gucken, vielleicht mal Mega Drive oder so zocken. Das Tasmania, wo Attic kurz gezockt hat, das werde ich vielleicht zocken, diese andere Version. Ja. I'm gonna fuck this up. Oh! Take it. Attic, es wird was richtig Cooles kommen beim nächsten Video. Ich hol mal kurz was. Falls jemand von euch Fan ist von DC-Filmen, ich habe mir so eine Collectors Box geholt. Collectors Box, die kam heute. Die hat der Hausi mir bestellt. Das ist der Deckel. Die gibt es auch in Amerika. Amerikanische Version hat mehr. Das ist natürlich hier. Das will ich natürlich noch exklusiv vorstellen. In einem separaten Video auf YouTube natürlich, weil es gibt viele, die das auch collecten. Und es sieht halt so aus. Das sind ja tatsächlich einzelne Filme in Animation. Verschiedene Animated Movies from Batman, Superman oder sonst noch andere. Und das ist natürlich, ich sag mal so, das ist richtig geil. Also, wenn man so ein Complete Set bekommt von verschiedenen Movies, wo alles animated drin ist und für einen Top-Preis,
Die amerikanische Version von diesem hat 30 Filme drin. Sieht nicht so aus, sondern ist nur halb so groß und hat nur ein Artbook. Und in dem Artbook sind die Filme. Wiederum sind es halt 11 mehr. Aber als Artbook ist halt blöd, immer raus und reinziehen, ist halt problematisch. Dann finde ich das halt schon ein bisschen schnieke. Viel cooler irgendwie. Da die Filme ja einzeln noch 9 Euro auf Amazon neu kosten, würde ich sagen, bei 19 Filmen ist das für den Preis, was ich gekauft habe, gegessen. Aber mehr dazu beim Gamefuchs in YouTube. Die Commands, tut mir der Marc helfen am Wochenende, dann hau ich da einen Bot rein mit und so weiter. Ich will jetzt nicht wieder weiter labern über mich. So. Mein Mario Skill ist von Mega Man. Oh, I just clipped in there. See, without re-grab. So. Nice. Ah! Oh, no jump, man. Ah. I get better at this game, maybe one day I would speedrun this, man. Can I hold jump there to go slower down? I think, right? Go, first shot? Let's see. Let's see, first shot. Oy! First shot. Hell yeah. Woo-hoo-hoo. Nice. I need one more sub for 4th emote slot, and I think I will take it for emote Laus Boop or for nice. Mal gucken. Let's go. This is Strat from what's his name? Nintendales or something like that. I watched him 2 days ago. I hope I said name right. Okay, weiter. Mark ist ein lieber Gangster, ja. Mega Man Music, I love it. Mm. Let's go, man. Leute, falls ihr noch sehen wollt, war es jetzt gestern? War es gestern? Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, gestern war es, da hat Denzen86 Miyagami sein Hack durchgemacht. Aber jetzt gibt es wenigstens ein paar Sachen, die ich optimieren kann mit ihm. Die Musikauswahl in den Levels, wenn er jetzt seinen nächsten Hacks macht, schaue ich, dass es ein bisschen intensiver wird.
Can we first shot this? Ah. Shenanigans. Do I need secret here? Okay, new strat. In there. Leute, zieht euch mal rein, wie geil dieser Controller ist. Schaut mal, die Farbe von der Arbeit, wo ich nicht abgekriegt habe. Das kann ich nur mit so Reiniger-Ding wegmachen, das kriege ich nicht mal weg, wenn ich dusche. Geht gar nicht weg. Da habe ich es auch. Geht nicht weg. Egal wie du schrubbst, das muss mit Spezialmittel gemacht werden. Da kostet mal ein Liter 60 Euro von der Farbe. Okay. So. Oh, Foxtrap, man. Ah. Das kam jetzt falsch rüber. Ey, Hausi, ich hab's übrigens da, gell? Ethic, ich weiß noch nicht, ob du es gesehen hattest. Ich habe ja diese DC-Box, diese DC-Box bekommen, da ist jetzt schon leer, eine DC-Box, und da sind natürlich 19 Filme drin, animierte, also halt, was heißt animiert, sondern die sind schon, also richtig Zeichentrick, aber halt die neueren Sorte, die Boxe mit Filmen. Und ich zeige euch mal ein paar schnell. Ich tue mal ein paar rausmachen, so kurz aus dem Stegreif, dass ihr so seht, was abgeht. Aber dafür wird es noch ein YouTube-Video bei mir geben. Aber da sind sowas drin, ist alles halt Zeichentrick. Das sind so diese Filme, weißt du, wo es gibt. Einmal Batman. Batman Under Red Hood zum Beispiel. Dann haben wir hier Superman Batman Apocalypse. Habe ich da. Superman All-Stars. Also. Green Lantern, also Zeichentrick. Batman Year One. Wonder Woman. Also, da ist echt alles drin. Alles. Ich muss nachher gucken, wie es reingehört hat, weil die sind chronologisch geordnet. Dass ich es ja auch so wieder reinmache in die Hülle. Und es ist natürlich, muss man echt sagen, das ist richtig cool, diese Box. Der Hausi hat sie mir bestellt. Mein Freund Hausi. Und ja, ich muss sagen, geil. Er hat super gemacht. Wo ist jetzt Batman Return? Batman Dark Knight, oder? Ah, okay, da. SNES, okay. Da sind voll viele drin, also die sind, die Dinger sind richtig cool. Zum Beispiel hier haben wir The Killing Joke, zum Beispiel von Joker und Batman, richtig cool gemacht. Oder Justice League's Teen Titans, das sind alles so diese Zeichentrickfilme. Und ich muss sagen, also preistechnisch preistechnisch ist einfach richtig Bombe. Also, da kannst du echt nichts sagen. Und auf den freue ich mich am meisten. Justice League Dark. Ist halt echt Zeichentrick. Und ja, ist halt richtig geil. Das gefällt mir richtig gut. Und da sind 19 Filme drin. Ne? Weiß ich gerade nicht. Es sind ja Zeichentrick. Es sind ja Zeichentrickfilme.
Boah, da fragst du mich gerade was. Vielleicht Assault on Arkham, vielleicht. Auf jeden Fall, das ist diese Box mit den Filmen. Was richtig, richtig nice ist. Gefällt mir richtig. Also, nice, das sage ich das auch schon. Was richtig cool ist. Und hier ist natürlich der einzige Manko. Ja, Amazon hat es natürlich wieder über Hermes leicht batchen lassen, aber das sehe ich über ihn weg. Okay. Kann ich es laut abspielen? Wow, sehr schön hat Sandra da was gekriegt von Spidey. Es heißt nicht SNES, es heißt SNES. Versuch es, gib dir Mühe. SNES. SNES. Auf jeden Fall, diese Box lohnt sich. Es gibt diese Box noch aus der USA. Und halt dich fest, Ertig, die amerikanische Version von dieser gleichen Box enthält noch 11 weitere Filme. Ich weiß nicht, wieso in Deutschland nur 19 sind und in den USA sind es 30. Wiederum sind die 30 Filme nicht in einzelnen Blu-ray-Hüllen, sondern die sind in einer so einer Art Artbook drinne. Und aus dem Artbook ziehst du oben die Filme raus und das finden viele schlecht. Aber ich würde sagen, du, bei 30 Filmen kann man auch nicht meckern, verstehst du trotzdem? 30 Filme oder 19, nur weil es Artbook-mäßig einem nicht gefällt, das schalt schon. Naja. Super Nintendo. SNES. SNES. Super Nintendo, so sieht's aus, Mark. Aber hier ist fast mein Lieblingsspiel in der Sammlung, muss ich sagen. Der Zustand ist richtig gut. Das habe ich von Game Collectors Heaven? Retro Game Collectors Heaven, glaube ich, von Stefan. Da habe ich damals 70 dafür gezahlt und er hat mir noch ein Goodie mit reingefetzt. Und das ist natürlich echt fett. Ist natürlich echt geil. Habe ich da überhaupt ein Inlay drin? Ja. Also Leute, ich bin gerade so platt, weil endlich Internet geht. Ihr wisst gar nicht, wie gut es mir gerade geht, ehrlich. Also ich fühle mich echt gut, weil die auch das gehalten haben, was sie gesagt haben, 1 und 1. Also ich habe jetzt wirklich gedacht, ich stehe jetzt heute wieder ohne Internet immer noch da. Can we get this first shot? No! Oh, maybe yes. I'm gonna die here. I know it. Oh, first shot. Let's go. So. Ja, der Marc wieder. Ja, genau. Strange Brigade. Und das Spiel ist schon cool. Also zumindest mal, nachdem wir es ja schon 50 Mal gesehen haben, gefällt es mir tatsächlich jetzt auch. Aber wieso JJ immer die Frau spielt, weiß ich nicht. Ah, da ist er ja. Der Chris. Do I have to hold jump here? I forgot. Oh Gott. Servus. Ah.
Nee, Spaß. Schön, dich hier zu sehen. Ich krieg sogar jetzt die verdammten Shell Jumps hin. Hey, was geht? Can we first shot this? I'm gonna die, I know it. Oh, fuck, man. Ah. Always when I say that, I get wrecked. Okay, second shot. This counts as first shot, real first shot. Alter Leute, zieht euch den geilen Controller rein, Mann. Wo der im Angebot war zu Black Friday, ey, ich hätte davon 5 Stück kaufen sollen. Jetzt weiß ich, dass ich es machen werde, weil die kosten jetzt wieder bis zu 75 Euro. Also, das ist eine Hausnummer, aber bei mir der Knopf, ich denke, der geht sogar schon wieder flöten, aber es kann ja nicht sein. So lasse ich ihn einfach reparieren. Ich kenne ja hier jemand jetzt und der kann mir da ein bisschen helfen, falls was sein sollte mit dem Knopf. Ja. Ja, also, dann wieder hin mit dir, ein paar Spiele kaufen. Mit dem Passwort Gamefuchs kriegst du 1% Rabatt. Nein, Spaß. Ey, sowas sollte ich echt mal machen. So irgendwie zu Krejo sagen, du, ich bringe ihn irgendwelche und die sollen dann, was weiß ich, sagen, Fuchs 1 oder sowas, und dann kriegen sie 5% oder sowas. Wäre auch keine schlechte Idee. I see this by when the guy played it, Yagami. That you can clip through there. Ja, das Geld ist halt, ja. Oh man, come on man, this part is easy. I just wanted to press swap, man, but I'm not a Mega Man maker. Yeah. Das einzige Problem, was ich noch habe, ist Attic, wenn ich den Sound mache bei Pinnacle, weil bei Movie Maker habe ich immer gewusst, die Lautstärke ungefähr, und bei Pinnacle muss ich halt noch rausfinden, dass der Sound halt war. Can we first shot this? I don't think so. Ah, there's a muncher. I got better with the shell jump, man, from the wine. I didn't hold the button like Agami said. Super. Oh, I hate hot potato. I hate this part.
Jo, Maurice, was geht, mein Freund? Sehr schön, dass du da bist. Oh, can I get the mushroom? Now I can throw the bomb up on the vines. I learned that too now. Sehr schön. Wo ist JJ? My favorite level, I think. Zoda jumps. Komm in die Party. Heute gehe ich mal früh sogar schlafen. Ich bin so müde von der Arbeit. Alter, ich muss immer wieder sagen, der Controller ist so verdammt geil. So geil. Vielleicht mache ich einen PlayStation-Controller rein. Diesen blauen mit meinen Initialen rein oder so als Logo. Als Ding. Als fünftes Emoji dann irgendwann. Can we do this end part? Wow. First shot? Oh, come on, man. This is so easy part, and I don't get it. Ugh. Boah, I got the input jump, man. Fuck. Yo, Movo, was geht, mein Freund? Was läuft? Woher weißt du, ob ich eine neue Leitung habe? Wieso ist es ein bisschen besser? Oh, here was secret. I saw it last time by someone. I don't know this one. Oh, okay, soft lock me. Ja, ich meine neue Leitung ist heute gekommen, Gott sei Dank. Ich habe hart dafür gekämpft. Freunde gab, wo mich unterstützt haben, dass ich es auch mache und so. Und bin ich sehr dankbar. I was getrolled. So. Wow.
Ja, ich tue immer auf 27p streamen. Weil 1080 unterstützt nicht bei jedem. Weil das könnte ich sogar jetzt auch, aber das mache ich nicht. 27 wird bleiben. Es reicht vollkommen. Ich sehe viele große Streamer, die benutzen auch nur 27, also da muss ich nicht echt übertreiben, so. Wenn ich überlege, vor 2 Wochen habe ich mal kurz auf 480 gespielt und es hat geleckt. Mit 0,5 Upload. Hallo, Rapbreak. Last or yeah. Ja, weil momentan ist ja dieses verschärfte. Ich zeig's dir mal. Wegen dieser Geschichte. Und ja. Ja, fragt mich. Ich habe hunderte davon. Sogar die gleiche Farbe wie der Controller. Etik, wir sehen uns auf jeden Fall, mein Freund. Mein Etik. Vielen Dank, dass du da warst. Küssle geht raus an dich. Mal schauen, in ein paar Tage habe ich dann die M50-Kamera dran zum Streamen. Da sollte dann die Qualität von der Kamera auch besser mal sein. Okay, egal. Oh. Ich hab gedacht, ich hab's verkackt. But why is there a door if there's a pipe, man? And not a pipe. Can we now first try this? From now. This jump. This is the run. I'm gonna call it, this is the run. No, it's not. Ah. You can normally jump that as one thing, as a one go. I saw that yesterday. Nah. Fucked it up anyway. So. Können wir das schaffen hier? This is what I saw. This is a strat. Is this the run? It is. And no special world now, we're gonna do the Yoshi man. Servus Ina! Schön, dass du da bist. Oh, I died. Bist gerade zum letzten Level gekommen heute. Für heute. Oh, I die here now. Hoffe, alles gut bei dir. Macht nix, Ina.
bin ja nicht aus der Welt. Hast du noch arbeiten müssen oder so? No! I hope I'm at the checkpoint, man. Oh. Beat the game. Spiel besiegt. Jetzt schauen wir noch ein bisschen so kurz die Credits an. Oh. Alter. Ich habe mich auch schön frisch rasiert und so. Ah, schon was gegessen? Ich noch nicht. Die Credits. Das Spiel ist durch. Ich glaube, ich habe es sogar unter einer Stunde mal jetzt geschafft. Wahnsinn. Jetzt suche ich mal kurz was Lorge. Ja. Ich hoffe sonst so alles gut bei euch. Schau mal, die Farbe, wo ich nicht abkrieg von der Arbeit. Da. Ich krieg's nicht ab, nicht mal mit Wasser. Ich muss das morgen mit dem Geschäft mit dem Reiniger wegmachen. Vielen Dank, Ina. Aber die richtige Kamera-Quali kommt noch. Das ist die hier. Das ist meine M50. Die hat 4K und alles, aber das werde ich nicht über 4K laufen lassen, weil da soll der Fokus extrem... Also schlecht sein. Ich habe ja extra hier Pancake-Objektiv vom Rie gekauft. Richtig cool. Das tut dann natürlich, wenn ich spiele, bin ich viel schärfer im Bild und der Hintergrund ist unscharf mit diesem Objektiv. Ich habe es zum guten Kurs gekriegt. Jetzt habe ich sogar gesehen, obwohl es mal 230 Euro neu gekostet hat. Ja, auf Amazon habe ich es jetzt gesehen für 378, aber... Ich glaube, das kann fast nicht sein, dass es jetzt so gestiegen ist am Preis. Und am Wochenende hole ich auch noch so ein Ding. So eins von der Marke Auna. Ah, nicht Auna, sondern der Rie hat mir einen Link gegeben. Dann kommt hier mit meinem Greifarm das Ding hin. Der Sound. Und den Sound von hier nehme ich mit einem Ohrstöpsel auf. Das heißt, wenn Marc mal mit Handy da ist, dann hört ihr ihn perfekt und... über das Mikro halt und durch meine Kopfhörer höre ich das Spiel. Also ich werde es richtig professionell machen. Dauert halt alles ein bisschen, aber ich werde es machen. Auf jeden Fall kommt auch noch ein neues Licht als Gegenlicht von hinten. Für die Seite. Ist richtig cool. Ja. Und das ist jetzt gerade mein Ding. Ich zeige jetzt nicht die Marke. Playboy. Ich habe auch noch hier so fettes, geiles Parfüm aus einer Zigarre. Ich muss mal gucken. Ich habe jetzt die Qualität von Stream noch nicht eingeschätzt. Ich muss jetzt später mal das angucken und verschiedene Leute fragen, ob sie meinen Stream überhaupt gucken konnten, weil... Mein Kollege hat gemeint, wenn ich auf 5000 oder 6000 mache und 60 FPS, dass viele das übers Handy gar nicht nachverfolgen können und hätten einen schwarzen Bildschirm. Und das muss ich natürlich gucken. Wenn natürlich die Qualität eventuell ein bisschen runterschrauben, dass auch jeder das angucken kann, dann ist... weil ich will schon, dass die Leute es sehen. Und das ist das Ding, was ich meine. Diesen habe ich hier. Diesen Greifarm. Da ist der Greifarm. Ich habe eigentlich sogar ein Mikrofon für das Teil. Aber das Mikrofon, was ich habe, dazu taugt leider nichts. Okay, alles klar. Ich hab's.
was man hier noch machen kann. Okay. Jetzt schauen wir mal, ob unser lieber Mark online ist. Also Leute, wenn ihr Zelda Link of the Past, also Legend of Zelda Link of the Past sehen wollt für die Super Nintendo, dann schaut gerne bei Mark vorbei, denn er ist gerade online. Nur, dass ihr Bescheid wisst, Leute. Also rüber mit euch, Spitzbube. Rüber zu Mark. Danke, dass ihr alle zugeschaut habt, gell? Und wir sehen uns. See you guys.